Schön, aber wow, das sieht wirklich. Hat man nicht mal einen Regenbogen? Die Ballons poppen, wenn du von denen runtergehst, oder? Ja, genau, wenn ich von denen runtergehe. Na gut, ich kann mich jetzt nicht an den Ranken festhalten. Ah, aber nur der, von dem ich abspringe, tatsächlich. Also, ich kann frei rumlaufen mit den. Ah, okay. Ich muss erstmal checken, was das hier ist. Okay, das war gemein, weil wenn ich dann lande mit dem Ballon... hallo? Achso, ich hab ihn. Okay. Ich muss das erstmal checken. Weil wenn ich mit dem lande und nochmal springe, dann springt Mario nicht so gut. Okay, und wenn ich drei Ballons habe, gehen die hoch. Das sah aus, als könnte ich da was... Ah! Okay, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte auch erstmal den Checkpoint nehmen können. Ich wollte die Yoshi-Münze haben. Wie gesagt, weil in diesem Level, wo man einen Transformer sammeln muss, da bin ich um ein bisschen mehr hinterher mit den Sammeln, weil das auch schon mal natürlich damit zusammenhängen kann. Naja, bisher. Aber für diejenigen, die zufällig von diesem Walkthrough als allererstes diesen Part hier gucken sollten, erkläre ich es gerne nochmal. Geht das Ding auch weg? Okay, ich muss einmal springen dafür, aber dann muss man halt auch aufpassen, weil wenn ich nämlich einmal springe, dann geht auch der Ballon unter mir weg. Das ist halt so ein bisschen das Chaotische daran. Hallo, ich habe dich weggespinnt. Immer diese Lügerei. Hier, wow. Okay, das war komisch. Und landen. Okay, ich habe leider kein Cape. Gerade in so einem Level wäre das sehr cool gewesen, einen zu haben. Kannst du sterben? Nehmen die keinen Feuerschaden? Okay, der nimmt keinen Feuerschaden. Rein da? Nein, wahrscheinlich nicht. Hoch, 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 hoch. Okay, das, die spawnt nicht einfach irgendwann random, oder? Also, das ist jetzt weggegangen, weil ich auch A gedrückt habe. Jetzt habe ich nicht in den gelben Röhren nachgeguckt. Deswegen hoffe ich mal, das, was ich suche, war jetzt nicht dort. Könnte natürlich sein, ne? Okay, warum auch immer nehmen die Ninjis keinen Feuerdamage? Eigentlich sollten die das. Ja. Moment, ich kann doch hier hin und das dann weiter benutzen. Okay. Wow, wie das so runter geht erstmal, bevor man hochsteigt. Und los. Also, die eine Röhre hatte so Münzen davor, aber das habe ich jetzt nicht gepackt bekommen. Also, das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Ich vermute mal, in die eine Röhre kann ich rein. Aber ihr habt ja gesehen, das hinzukriegen war jetzt gar nicht mal so leicht. Okay, wie mache ich das? Ich hätte auf den Ninja springen müssen, oder was? Okay. Das habe ich jetzt natürlich verkackt, aber... Ich weiß nicht, Mann. Also ich denke... Ja gut, das wird hier wahrscheinlich enden. Ja gut, ich habe es verkackt. Aber ich habe eine Vermutung, was ich machen muss. Das Blöde ist, das Level stellt mir keine weiteren Capes zur Verfügung. Das heißt, wir müssen auf Feuerblume-Ebene das hier lösen. Aber ich glaube auch nicht, dass das mit den Yoshi-Coins zu tun hat. Deswegen glaube ich, werde ich mir jetzt gar nicht mehr die Mühe machen, die nochmal zu sammeln. Ach, das zählt immer noch als Welt 6 nebenbei, ne? Guck mal, Welt 6, 9 sind, ist das? Also nochmal das Ganze. Ich vermute, wie gesagt, ich kann es nicht garantieren, aber da ist diese eine Röhre mit Münzspur dran. Und die könnte es sein. Das ist halt nur sehr schwer, da dran zu kommen. Weil ich habe irgendwie nur so eine Chance. Ich versuche mich jetzt auch zumindest zu beeilen, dorthin zu kommen. Auch wenn das jetzt ewig dauert wahrscheinlich. Warum konnte ich jetzt den doch töten? Das checke ich halt nicht. Das hat mich auch eben gewundert, weil ich habe schon gemeint, dass ich ein paar Ninjis auch mit Feuerblumen getötet habe und dann geht es plötzlich nicht mehr. Guck mal, wie unregelmäßig das ist. Ist das vom Raum abhängig oder sowas? Ich glaube, die sind einfach nur falsch geskriptet teilweise, weil eben ging es, dann wieder nicht. Sollte ja nicht so funktionieren, ne? Also gut. So, ich gucke auch gerne mal hier vorbei. Es geht aber langsam runter. Komm schon, ein bisschen schneller kann schon ruhig gehen.
Ersatz. Dann wollen wir mal. Ui. So, die rote habe ich ja schon ausprobiert. Die gelben davor jetzt auch. So, dann lass mich mal gucken gleich. So, wir reden von der Stelle hier. Ich versuche die mal wegzusnipen, diese. Okay, das ist schon mal gut. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich da rein kann. Ich fange mal mit der hier an. Da kann ich wirklich rein. Und da ist meine Transformers-Figur. Dann kann ich hier nehmen, Start und Select und wir haben sie. Okay, das war wirklich nett, muss ich sagen, dass eine Münchbohr darauf hingewiesen hat. Sonst wäre das echt schwierig rauszufinden, dass man da alle Röhren abchecken müsste, theoretisch. Jetzt haben wir ein Level namens Rainbow Road Rage. Ich bin sehr gespannt, was hier auf uns wartet. Okay, muss ich hier Speedrun oder sowas? Diese Stunt-Icons haben... oder sind nichts gegen diese crazy Koopa-Carters. Sie werden nicht zögern, dich von der Strecke runterzurennen. Oder dich hochzujagen. Was? Du? Ach so, ihr stoßt mich. Okay. Ich denke schon... Wisst ihr, was das Schlimme ist? Es hat sogar funktioniert. Ich dachte so richtig, ja, ja, halt's mal. Ihr könnt eh nix. Und dann tötet er mich instant. Okay. Okay, aber wir haben schon mal ein Cape. Das ist nett. Ich versuche einfach, mich von denen fernzuhalten. Cooper Racern hier. Gibt's auch welche in Rot. Okay, diese Mario Kart Musik. Werde die alle sehr gut kennen. Anscheinend explodieren die Roten sogar. Kennt man ja auch aus Mario Kart, diese Koopa Racers, die einfach in die Luft gehen. Ich glaube, das Einzige, was in die Luft geht, vielleicht ist der blaue Panzer, aber das ist jetzt noch ein bisschen was anderes. Okay, wir haben ein striktes Zeitlimit. Passt ja zur Musik, das ist ja wie Runde 3 von der Strecke, ne? Also wenn man ins Finale kommt. Beziehungsweise wenn wir von der Mario Kart 64 Musik ausgehen und das Remake so gesehen in Mario Kart 8 spielen, da... Oh, das war wirklich kurz gewesen. Ups. Da gibt es ja irgendwie nur eine Runde. Dann ist irgendwie schon der dritte Teil der ersten Runde schon das Ende. Also die letzte Runde so gesehen. Ich fand das leider ein bisschen schade bei der Strecke, weil... ja, das ist eine lange Strecke, aber nur eine Runde macht die Strecke wieder zu kurz. Ich glaube, 2 wäre die richtige Zahl gewesen. 2 Runden wären perfekt. Nicht zu lang, nicht zu kurz. I Believe I Can Fly. Das ist ein Lied. Ja. Oh, ich habe Yoshi. Okay, es hat einen Secret Exit. Ja, I Believe I Can Fly von R. Kelly. Kennen wir alle das Lied. Der Typ sitzt auch im Knast, soweit ich weiß. Oder? Weil er irgendwas sehr Unanständiges mit einer Minderjährigen gemacht hat. Ich weiß nicht mehr die Details davon. Aber es war halt schon in den News, ne? Also der hat auf jeden Fall Sachen gemacht, die nicht okay waren. Was passiert, wenn ich jetzt mit einem fliegenden Yoshi einen blauen einsammle? Dann... Aha. Okay, das ist schwer zu beschreiben, weil ich fliege immer noch. Oder auch nicht, weil ich... Yoshi. Der Soundeffekt geht weiter. Ja, wie wir schon gemerkt haben in dem irgendeinen anderen Part, ist es ja so, dass das Spiel sehr strikt ist, wenn man auch nur ein bisschen hier an den Boden kommt, dann kommt direkt schon die Todeszone. Normalerweise ist das ja so, ich kann ja so ein bisschen unten unterwegs sein, auch schon so ein bisschen, dass man Mario nicht mehr sieht und ich lebe noch. In diesem Spiel nicht. In diesem Spiel ist man instant tot. Nein, aber das Kuriose, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, ist folgendes. Ich kann mit Yoshi hier fliegen, aber ich muss den A-Knopf dafür drücken, ne? So halt. Wenn ich aber einen blauen Koopa einsammle, dann habe ich diese normale, sag ich mal, Funktion, wie man es sonst kennt mit einem fliegenden Yoshi, nämlich, dass ich den Knopf gedrückt halten kann. Was aber auch nur geht, also jetzt im Original Mario World, wenn ich... Alles klar, danke. Wenn ich ein Cape habe, während Yoshi-Flügel unterwegs sind. So, fiese an diesem Level ist halt, dass ich einen Secret Exit suchen muss, deswegen bin ich ja so unterwegs. Was ist das? Oh, das war's. Super. Es war an sich nicht schwer versteckt, aber es ist ein bisschen stressig, sich die Zeit nehmen zu können, um da auch hinzugehen. Gemma Tees Pitstop 5.
Arc. Bad Blitty. Weißt du, wie viel das kostet? Das ist eine Feder in der Box. Ja, okay, danke. Bist du Blitty? Die ist eine Transformers-Figur, die ich aber nicht einsammeln darf. Okay. Dann machen wir das Level nochmal. Machen wir es mal zu Ende hier. So. Okay, oder ich kann ein bisschen so fliegen mit Anlauf. Also es ist echt ein komisches System irgendwie. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen irgendwie was Eigenprogrammiertes dran, weil es gibt ja in Mario World selber auch das System mit diesen extra Bonus-Leveln, wo Yoshi Flügel hat, ne, wo man da durch die Lüfte fliegt, aber auch das funktioniert leicht anders als das, also von der Steuerung. Also mit diesem gedrückt halten und drücken, ihr wisst schon, was ich gerade eben so ein bisschen beschrieben habe. Aber wie ich auch schon eben bei einem anderen Fall gesagt habe, das sind alles so Sachen, wo ihr euch wahrscheinlich denkt, hä, wovon redet der? Aber wenn man es einmal selber spielt, dann versteht man das, glaube ich, eher, als wenn man das sieht. Weil ihr könnt das hier vielleicht nicht so gut sehen. Also, ne, ihr könnt vielleicht sehen, dass ich jetzt hier mehrmals springe und Mario sich so bewegt, statt in einem Fluss sich so hoch zu bewegen, wisst ihr? So wie jetzt so. So versus, Moment, ich zeig's euch gleich. Also nochmal so versus so. Man sieht ja schon den Unterschied. Selbst wenn ich ganz schnell nach oben gehe. Das ist das halt, was ich versucht habe anzusprechen. So, jetzt ist nur das Wichtige, ich darf mich nicht treffen lassen. Das spielt hier keine Trefferlast-Toleranz, weil dann ist Yoshi weg und dann komme ich jetzt aber nicht mehr klar. Okay, wir haben es. Würde ich mal sagen, oder? Oder seht ihr noch was Überraschendes? Nee. So. Ja, okay. Ich meine, dass ich keine Gegner mitnehmen darf, eine Sache, aber das Spiel ist verbuggt, wenn ich... Moment, ich spiele eigentlich ohne Rewinds, aber ich will hier mal ein bisschen rumspielen, okay? Aha, das geht nämlich doch. Ist ja echt ein verbuggtes System. Also ich meine, jeder wird ja instinktiv einfach mal mit Yoshi ins Ziel reinrennen. Ah, aber es ist zumindest auch geskriptet, dass Mario von ihm automatisch runterspringt. Okay, interessant. Das habe ich jetzt nicht selber gedrückt. Ja, okay, dann haben wir es, ne? Dann kommt hier nur noch die Schloss. Machen wir das mal. Das sieht so aus, als würden da oben noch Level kommen, aber ich glaube nicht. Larry Coopers Castle. Okay. Wir werden nochmal daran erinnert, dass es eine Wolkenwelt ist hier. Solange ich hier meine zwei Capes habe, brauche ich hier auch nichts extra einsammeln aus irgendwelchen Blöcken. Sparen wir uns das dann. Yoshi wird ja da wohl eher nicht rauskommen. Von daher habe ich dann auch, wenn es nicht Yoshi ist, alles. Puh, das war ein bisschen knapp. Wäre ein bisschen traurig, hier so vom Checkpoint mal wieder zu sterben. So, ich sag mal wieder, bei mir ist im Laufe der Jahre ja hunderte Male passiert, dass ich irgendwie kurz vorm Checkpoint tot bin. Okay, warum flackert das so? Weil das... Gewitter ist, oder was? Okay. Bisschen komisch, aber das Flackern selber macht mir nichts. Ist nur das Drumherum hier, was hier so am Level eine Gefahr für mich ist. Okay, auf zum Boss. Mr. Larry. Oh, du hast eine Wolke! Okay. Oh, oh. Wow, shit! Der kann ja was. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu treffen manchmal. Weil er geht hier so auf und ab. Ist das wirklich der erste Boss, gegen den ich verliere? Ja, ist das. Ist das tatsächlich. Da können wir ja dankbar sein, dass wir einen Checkpoint bekommen haben. Nee, aber das Problem ist tatsächlich, Larry geht hier so rauf und runter, rauf und runter. Wie soll ich das mit nur einem Pilz lösen, bitte? Okay. Das ist ein bisschen streng, weil ich habe es ja nicht mal mit vollem Equipment geschafft. Guck mal, so wollte ich sagen, geht es ja noch. Nein, geht es nicht mal. Das ist halt das Traurige. Ich sterbe ja nicht mal, weil er mich die ganze Zeit trifft, sondern weil ich beim Versuch, ihn zu treffen, die ganze Zeit selber den Damage nehme stattdessen. Ja. Also hätte man den ein Dingen nach unten gesetzt...
Wäre es ein bisschen fairer geworden. So, was ich nicht wusste, ist, ich kann erstmal die Flagge nochmal nehmen. Und dann habe ich auch hier ein bisschen mehr Items. Vielleicht habe ich ja da noch ein bisschen mehr Glück und Erfolg. Gucken wir uns das mal an. So. Vielleicht hilft es mir auch, das Cape zu behalten, solange ich noch kann. Ich meine, erst nach dem zweiten Mal treffen geht er auf und ab. So, in meinen Augen habe ich ihn erwischt und nicht andersrum. Okay, 4 Stück. 5. Und er ist tot. Na gut, es ging ja. Die Sache ist, okay, Respekt dafür, dass er jetzt nicht so easy war, dass man den einfach wegswipen konnte. Aber ich fand, er war jetzt nicht aus den richtigen Gründen schwer, sondern mehr so aus diesem, okay, du musst den irgendwie auf ihn drauf, aber ja, ne, so gerade so sehr knappe Sprünge und dann Pech, jetzt bist du der Getroffene. Ich fand das nicht so gut. Jetzt haben wir Earthbound-Musik. Interessant. My So Called Life. Es ist eine Parodie auf My So Called Life, aber ich weiß nicht mehr, ist das eine Serie oder so gewesen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, das war so eine Dramaserie oder so.